Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Perl World. Perl Spaß. Und ich muss euch sagen, ich bin voll im Zuchtfieber. Ich muss die ganze Zeit züchten. Ich habe jetzt das Züchten nicht aufgenommen, weil ich warte hier die ganze Zeit, bis die ein Ei gelegt haben. Und stecke hier als Torte rein. Und deshalb brauche ich jetzt unbedingt die Bumsbase. Noch wichtiger als diese komische Base mit dem Dings ist die Bumsbase. Damit ich hier die ganze Zeit... Das ist kacke, wenn hier nur eins geht. Arbeitet hier eigentlich einer am Fließband oder wird hier der Strom umsonst verballert? Dreck. Jawohl, ich hab den Anubis dabei. Der, guck mal, wie der Anubis abgeht. Wenn ich jetzt arbeite. Ich arbeite so. Der Anubis, den habe ich die ganze Zeit zum Züchten gehabt, weil ich da alle möglichen Kombinationen ausprobiert habe. Aber guck mal, wie schnell der ist. Der hat vier in Handwerk. Ich muss mir ein paar Anubisse züchten. Dass die ein paar rumrennen. Aber jetzt lasse ich gerade mal die zwei. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Ich habe jetzt nicht geguckt, weil es ist viel zu viel. Wenn man da guckt, ihr habt für jedes Monster so 78.000 Möglichkeiten. Nee, irgendwo habe ich so eine Überschrift gelesen. 80.000 Brütmöglichkeiten. Das kann sein, weil man kann immer... Wenn ich irgendein besonderes Monster suche, dann kriege ich so mindestens 20 Vorschläge, wie ich das bekommen könnte. Und dann ist irgendwann, schweife ich dann ab, wenn ich das scroll. Das ist wie, als wenn man so Shorts anguckt oder so die ganze Zeit. Man guckt so durch, drückt die so durch und denkt sich irgendwann, ach du Scheiße. So ist es hier auch, wenn ich gucke, was ich genau will. Also so ein paar Kombinationen habe ich mir jetzt gemerkt. Was ich jetzt mit den zwei versuchen will, ist einfach mal hier so, und ihr seht, manchmal kann man nicht so gut gucken, da, der hat Wild und mehr Muskeln als Verstand. Also der ist sehr stark. Der hat ungefähr 50% extra Angriff. Und der ja hat außergewöhnlich. Ich würde jetzt gern schaffen, aus denen irgendwas rauszubekommen, was außergewöhnlich, mehr Muskeln als Verstand und Wild hat. Und die drei Imprägnierungen... Ich nenne sie einfach Imprägnierung. Die drei Imprägnierungen. Prägung. Aber die Imprägnierung ist schon besser, gell? Ich imprägniere den jetzt, dann ist er wasserdicht. Und wenn ich diese Fähigkeit habe, ich stecke den jetzt einfach mal drei Torten rein. Lass die ganze... Nee, ich muss erst mal gucken, was hier überhaupt rauskommt. Wenn so ein total doofes Vieh rauskommt, mit dem ich nicht weiterzüchten kann, dann habe ich auch nichts davon. Und genau das ist mein Problem, warum ich unbedingt eine Bumsbase brauche. Weil ich kann hier mir nur eins reinstecken und das ist so, ja, dann sind hier 5 Minuten um von der Folge und ich habe hier auf ein Ei gewartet. Das ist echt traurig dann. Deshalb habe ich auch die ganze Zeit ohne Reden gezüchtet. In der letzten Folge, also nach der letzten Folge bin ich hier nochmal ganz viel rumgeflogen und ich habe ja dieses Zeug gesucht. Hier befindet sich das. Allerdings ist hier kein Schnellreisepunkt, aber da ist es voll heiß. Ich will da jetzt nicht unbedingt eine Base hinbauen, weil ich brauche eine große, flache Stelle für die Bumsbasis. Ich meine, gut, das könnten wir hier in der Wüste wahrscheinlich sogar doch hinbauen. Weil ich kann ja diese Kühlungsdinge hinbauen, dass es in der Base kalt ist. Ich brauche auf jeden Fall richtig viel Platz. Weil ich habe es hier versucht, ich habe hier hinten noch die Fackel abgerissen. Ich kriege hier keinen so Stall mehr hin. Und ich brauche hier eigentlich auch noch Platz für diese an den Fließbänder und so, damit es hier auch noch vorangeht. Apropos, ach stimmt, da können wir mal gucken eigentlich. Boah, der ist schon fertig. Er hat einfach schon alle gebaut. Was braucht man eigentlich gerade? Solange wie die haben... Ach, geh weg. Ich glaube, den muss ich auch rausnehmen. Der ist viel zu groß. Der belästigt mich hier in der Base. Geh weg. Mamorist. Außerdem ist der nicht spezialisiert genug. Raus mit dir. Wen kann ich denn hier mal einsetzen als super coolen Arbeiter? Weil ich habe die Viecher gerade ein bisschen wieder verteilt. Ich habe hier einfach immer welche reingeschmissen. Hauptsache die Biene, die Kuh und das Hühnchen, damit immer Nachschub da ist. Ich habe ein bisschen wenig Pinguine, aber die Pinguine, die machen auch so... Ah, der hat blitzschnell drauf. Das hätte ich gerne im Vogel. Weil mein Ziel ist es eigentlich gerade... einen starken Beacon zu produzieren, so ein. Aber ich habe gesehen, da fehlen mir die Vorstufen alle. Weil der hat ja nur Drachentöter und Motivationscoach.
Der ist eigentlich gerade mein stärkstes Vieh, so. Der hier ist auch nicht schlecht. Also der Phalaris, der macht zwar viel Schaden, aber wenn ich den selber fliege, ich treffe mit den Attacken von dem nicht so gut. Mit dem Biegen kann ich hingegen selber kämpfen die ganze Zeit. Deshalb habe ich den gerade am liebsten. Deshalb will ich einen starken Biegen haben. Mutiger Grobian. Der ist auch stark gewesen, aber der ist irgendwie die ganze Zeit erschöpft. Ich setze den mal hier rein, vielleicht ruht er sich mal aus. Lagerverbesserung. Luxuriöse, heiße Quelle. Das müssten wir doch eigentlich bauen können. Es wird auch langsam unübersichtlich hier oben mit dem ganzen Zeug. Jawohl. Ah, dafür habe ich auch den Zement gebaut. Ja, perfekt. Soll ich die andere heiße Quelle dann abreißen? Ja, eigentlich kann ich die abreißen, glaube ich. Ich glaube, die brauche ich nicht mehr dann, wenn ich die luxuriöse habe. Aber ich könnte die mal irgendwo an den Rand bauen, dass die nicht stört. Krass, die geht sogar hier auf die Steine drauf. Mann, die mal hier hin. Vielleicht wäre es gar nicht verkehrt gewesen, eine normale heiße Quelle unten Dings zu haben. Aber ich bin mal gespannt, wenn der erschöpft ist, müsste er sich doch eigentlich in die heiße Quelle legen. Wenn nicht, schmeiße ich ihn rein. Boah, das dauert 2 Minuten. Anubis, komm her. Bau das mal. Ja. Ja, der ist echt super zum Bauen. Okay, dann kann ich mir eigentlich ein paar Anubis züchten. Wir gucken erstmal, was rauskommt. Wenn nichts rauskommt, züchten wir einen Anubis und lassen einfach ein paar Anubis-Eier legen. So, wo ist denn der andere? Den muss ich da mal reinschmeißen. Ich hoffe, der springt nicht gleich irgendein Elender rein. Ja, er ist schon reingesprungen. Der schläft hier drin einfach. Na egal, der wird schon irgendwann reingehen. Habt ihr ein Ei gelegt? Noch dabei. Gut, gut. Was brauchen wir noch? Ist so ein Waffenfließband. Jawohl, wir haben genug Metallbarren und genug Nägel. Das Waffenfließband baue ich mal hier dahinter. Ich das hier ganz an den Rand bauen. Der sagt mir jetzt gar nicht, hey, das ist außerhalb der Base. Ich baue das hier trotzdem an den Rand. Jawohl, der Anubis kommt. Bauen alles. Ich frage mich gerade, wo ich Schießpulver bauen kann. Verbesserte Hochofen, den habe ich doch schon. Guck mal, wenn ich den im anderen Lager schon stehen habe, müsste ich doch direkt aufleveln können. Weiß ja egal, welche Paybox mir aufweckt. Aufbessert. Jo. Großes Perlbett. Kann ich eigentlich hier hinbauen? Hier ist noch Platz. Aber gestern haben sie es mal geschafft, hier echt alles abzuernten. Die Mischung ist stark mit der Schildkröte scheinbar dabei. Wir machen mal ein Schläfchen, dass sie auch ernten. Ja, das ist halt wieder ein Vorteil, wenn man allein spielt, weil ich habe festgestellt, wenn man mit mehreren spielt, muss man mehrmals schlafen.
Ich brauche hier jetzt eh neue Betten. Das große Pellbett noch nicht gelernt. Kann halt sein, dass ich aus dem anderen Lager ein bisschen Material holen muss, aber das ist kein Problem. Ich bin ein bisschen schnell vorgegangen. Oh, das Gigaschild. Ein Gigaschild kann ich mir bauen. So, wo ist großes Perlbett? Großes Perlbett. Hochwertiger Stoff. Und 20 Nägel. Für die Herstellung wird hochwertige Werkbank benötigt. Jo, das ist kein Problem. Essen wir die Pilze. Machen wir hier mal Progress. Ihr macht weiter Metall. Achso, ich kann wieder was in Auftrag geben, bestimmt. Ah, ich wollte noch ein bisschen Steinkohle besorgen. Aber ich lass mal. Mach mal normale Barren, die sammeln eh genug. So, dann müssen wir jetzt hochwertigen Stoff herstellen. Was ich mal machen könnte, ich könnte mir mal einen Händler einfangen, dass ich den hier hinschmeißen kann. Das müsste eigentlich gehen. Ich habe mir ja schon so einen komischen Minigun-Typ gefangen, aber der Minigun-Typ ist echt kacke. Wenn du bist, bau das mal fertig. So. Ja, wird auch echt mal Zeit für einen Gleiter. So. Sind die alle denn fertig? Ja, da liegt ein Ei. Nee, doch. Düsteres Ei. Was kommt jetzt hier raus? Bei den zwei. Wenn da jetzt irgendein Scheiß rauskommt, dann lassen wir nämlich nur ein paar Anubisse brüten. Killamari. Ein außergewöhnlicher Killamari. Großes Perlbett, hochwertiger Stoff. Zwar nur bis wir machen jetzt hochwertigen Stoff. Jawohl, wir haben genug Wolle. Mach gleich. Warum können wir nur 20 herstellen? Normalen braucht man dafür. Ach, man braucht 10-mal Wolle. Okay. Kann sein, dass ich Wolle kaufen muss. Nee, wir setzen hier einfach ein Schaf ein. Wir können doch jetzt eher ein mehr einsetzen. Reinsetzen. Fehlt aber ein Bett, aber dann bauen wir hier auch ein großes Perlbett hin. Ja, nun bist du es ja schon geschafft, jawohl. So, gut. Wo ist ein Gigaschild? Wo kann ich ein Gigaschild bauen? Fließbandwerk. Ah, da ist das Fließbandwerk gewesen. Metallbarren fehlen. Ja, gut, die können wir dann holen.
So, das große Bett kommt ins Haus. Mir fällt gerade auf, wenn ich das Haus sehr hoch mache und groß mache, kann ich ja da oben noch mehr Betten reinmachen. So kriegen wir mehr Platz in der Base. Das machen wir jetzt auch. Wir machen das Haus eins höher. Und machen uns einfach Platz nach oben. Ups, Kacke, was habe ich denn da jetzt abgerissen? Oh, das war schlecht. Machen auch direkt Steinwände jetzt. Ich will Steinwände. Warum sammelt er den Scheiß nicht ein? Ihr kriegt gleich wieder Betten. Steindach. Ich mag die mit Fenster lieber. Jetzt müssen wir nur gucken. Das ist die Steintreppe. Noch eben. So. Versuchen wir mal hier oben das richtig groß zu machen. Können wir nämlich da oben, haben wir Platz für Betten. Vielleicht kriegen wir, jetzt kommt mir gerade eine Idee. Vielleicht kann ich die Bang Base doch hier hinbauen. Ob ich das so groß bauen kann, dass ich da dann Bangarang machen kann.
Scheinbar darf es doch nicht höher sein als das andere. Ich dachte, ich kann das dann so ausnutzen, dass ich oben nochmal einen zweiten Stock drauf baue. Stütze vorhanden. Okay, irgendwann beschwert er sich, dass nicht genug Stützen da sind. Guck ich mal, ist es schon groß genug, um hier noch so einen Stall hinzubauen? Boden muss vollständig aufliegen. Eine Wand hochbau, reicht das als Stütze? Bin ich mal gespannt. Schade. Okay, wir müssen erstmal wieder unsere fortschrittliche Dings hier hinbauen. Ich die Waffenwerkbank eigentlich gar nicht brauche. Habe ich ein Ding hier. Außen muss nur eine Stütze hin.
Die zwei sind weg. Mist, ich bin zu schwer. Jetzt muss man den Igelmeister da wegtun. Warum kann ich den jetzt nicht aufheben? Dreck. Den Igel mal kurz einpacken. Hey, ist so eins, was nicht passt. So, jetzt müsste ich oben beide bauen können. Ihr seid jetzt außerhalb. Mist. Es geht hier einfach nicht hin. Aber ich kann wenigstens hier oben jetzt Betten hinbauen. Und du bist mein Freund, komm her. Haben sie Platz geschaffen. Zwei große Perlbetten brauche ich. Die schlafen wie die Könige hier oben. Du bist im Weg. Oh!
noch ein kleines Stinkebett. So. Jetzt kann ich hier noch einen Pell dazusetzen. Ach, er muss wieder. Die Pelz, die keine Betten haben, bekommen schlechte Laune. So. Gut, Box weiter aufleveln. Baue eine Stahltruhe. Jawohl, und wir können jetzt auch das dritte Lager bauen. Aber wie ist denn das mit den Lampen? Strom, also können wir auch richtige Lampen nehmen. Nein! Oh, das war hässlich. Ich hab's bis weit hinter gebaut, um mehr Platz zu schaffen. Jetzt sind leider, ich glaube, ich hätte die Steine erst rausholen müssen. Muss mal gucken, ob ich es nicht doch wieder vorsetzt dann, aber vielleicht kann man das erstmal so lassen. So, jetzt wollte ich noch ein paar Anubis züchten. Dazu gehe ich auf den Breeding Calculator und guck, was ich in Anubis brauche. Anubis könnte ich mit Incineram Noct, mit Serpent. Oh, ich habe die Torten noch hier, die dürfen nicht vergammeln. Die stopfe ich da gleich rein. Die zwei mache ich erstmal raus. Leider nichts, was bei euch rauskam. Ich muss kurz gucken, ob ich einen Anubis mit irgendwas kombinieren kann. Azox und Pirin. Ich habe viele Azox. Mehr Muskeln als Verstand wäre schon mal super. Mein Pirin. Ich mach's immer nach Element, weil Pirin ist auch Feuer. So, so, so. Ein wilder Grobian. Ach, das ist auch ein Weibchen, verdammt. Der ist ein Männchen, aber der hat halt fragil drin, was ein bisschen kacke ist. Aber das kriege ich vielleicht rausgezüchtet. Da gibt es noch eine bessere Kombination, die ich hier habe. Quivern und Azox. Was ist denn mein Quivern für eine? Drachentöte. Schenke. Azur.
Surob und Bushi. Verfressen, Pyromane. Nee, die haben auch scheiß Skills. Super viele Kombinationen. Ich bleib mal hier oben bei der. Ja, ich glaube, Azox und Pyrin ist gar nicht so verkehrt. Wenn ich Glück habe, werden die richtig gut zusammen. Ich muss den nehmen, weil das das Männchen ist. Nein, du kommst her. Jetzt geht er natürlich pennen. Brauche ich ein neues Bett, damit ich auch pennen kann. Ich schlafe immer noch im miesen Bett. Das ist auch der richtige. Das sehen wir gleich. Ja, mehr Muskeln als Verstand. Der Kirin hat, glaube ich, Wild. Ach nee, der ist fragil. Ja, nee, der Wild und Grobian. Super. Mehr. Oder seid ihr jetzt beide Menschen? Nee, perfekt. Jetzt schmeiße ich hier nämlich die Torten rein und lasse die ruhig mehrere Eier legen. Und vielleicht kann ich ja dann Anubis und Anubis so lang zusammen verpaaren, bis ich ein perfektes krieg. Grobian wäre auch nicht schlecht. Gut, gut. Leider hat das nicht so ganz geklappt. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt... Ja, jawohl, ich kann hier was drunter bauen. Das ist schon mal sehr gut. Gut, jetzt müssen wir einfach nur noch warten. Ich warte jetzt und hoffe mal, dass die sehr gute Anubis-Eier legen. Anubis natürlich auch ein starker Kämpfer ist, den brauche ich eh. Hier drüben muss ich wieder... Aber ich mache es jetzt anders. Ich baue die Öfen nicht mehr hier hin. Ich baue die alle hier hin, dass ich hier direkt meine Eier habe. Meine Torten, nicht die Eier. So, ich sag mal, das war's für heute. Das Häuschen müssen wir dann noch fertig bauen. Da muss ich mir noch was überlegen, ob ich oben ein cooles Dach drauf mache. Aber irgendwie, ich will gar kein Dach oben haben, damit ich hier einfach drauf fliegen kann, wenn ich irgendwie muss. Kann aber auch sein, dass der hier, der kommt nicht mehr klar, gell? Kann sein, dass ich den Scheiß wieder abreißen muss, weil es hat nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Und der hängt jetzt hier oben fest, der Trottel. Der soll Feuer machen hier. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.